Hallöchen, willkommen zurück zu XCOM 2, War of the Chosen. Ich habe noch ein bisschen was umgestellt, ich habe noch ein Medikit hergestellt, habe das hier dem Luigi in die Hand gedrückt. Und ich habe eine neue Waffe gebastelt, die Magnetpistole mit zwei Modifikatoren. Fortschrittlicher Mehrlader, kostenlose Sofortkills, 15%ige Wahrscheinlichkeit. Und Chance auf Bonusaktion, 15%ige Wahrscheinlichkeit. Ich weiß nicht, warum die Waffe pink geworden ist, ich habe die frisch gebastelt, also... Nicht meine Schuld. Lasst uns. Oh, warte mal. Moment. Ich glaube, man konnte... Ah ja, ich weiß, wo man die Waffen umbenennen kann. Zack, hier drin. Dann nennen wir sie doch mal... Und mein Pinky schreiben. Ja, die Mute-Taste getroffen, weil meine Mute-Taste das fucking Y ist. Alles läuft nach Plan. Los geht's! Ich freue mich schon. Ach ja. Langsam müssen wir wirklich mal zu Potte kommen, was die Alien-Einrichtungen angeht. Aber da sind wir relativ gut dabei. Wir haben jetzt bald keine Mission mehr da unten, die wir jetzt unbedingt machen müssen. Frei nach dem Motto Dark Events Content oder sonst irgendwas. Von daher können wir relativ flott mal so eine Einrichtung angehen. Ich glaube, ich werde erstmal eine normale Einrichtung machen. Wir haben ja drei verfügbar. Und wenn wir dann noch ein Actionable Lead haben, werden wir die Einrichtung angehen. Mit dem, na wie heißt's, extra starken Alien. Ein bisschen Schiss habe ich ja schon davor. Unsere Messungen zeugen, dass Advent eine Art Psi-Transmitter in diesem Gebiet in Betrieb genommen hat. Da sie wohl annehmen, dass noch niemand davon weiß, ist er sicher nicht gut bewacht. Ja. Schnell ausschalten, stören wir damit die gesamten Advent-Operationen in der Region. Sicher nicht gut bewacht. Advent hat einen Psi-Transmitter errichtet, der direkt in ihr primäres Netzwerk eingebunden ist. Unserer Aufklärung nach würde seine Zerstörung auch die verbundenen Systeme schwer beschädigen. Platzieren Sie die Sprengsätze, bevor Sie den Stecker ziehen können. Es scheint, als würde Advent alle Einheiten schicken, die Sie haben, Commander. Sie fluten das Gebiet mit Soldaten. Wir müssen kampfbereit sein. Ja. Unsere Messungen lassen vermuten, dass dieses Relais Energie direkt in Ihr Netzwerk speist. Das kennen wir doch schon. Wenn wir es zerstören, könnte das Ihre Pläne zur Trennung des Transmitters verzögern. Hier ist eine Patrouille. Okay, ziemlich viel. Aber... nee, das Auto oder möchte ich nicht haben. Das würde zwei Dudes treffen. Ich glaube schon. Komm, wir machen das jetzt direkt. Das revealed uns nicht. Ich hoffe, die laufen nicht zu Tiger. Ah. Oh! Das... war knapp. Das war knapp. Okay. Wo stellen wir uns jetzt auf? Wechselposition. Ich schieß mal noch nicht um mich herum. Oder um mich. Zur Zielposition. Position bestätigt. Position bestätigt. Ich mach eine Overwatch Trap. Hinterm Einkaufswagen? Nee, komm, machen wir hier. Ich hoffe, dass wir jetzt aufgedeckt werden. Oh nein, er läuft zurück, der Säckel. Na gut. Dann eben nicht. Dann eben nicht. Ich stehe zu Ihrem Dienst. Es gibt kein Verstecken. Ach, das hat einen Cooldown von 1. Ja, ergibt schon Sinn. Ich glaube, ich schieße jetzt trotzdem mal. Wir revealen jetzt einfach. Andererseits könnten das auch... hier machen.
Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Ach, du hast gar keine... Oh. Ich dachte, er hätte hier schon Lightning Hands. Oh, der Sofort-Kill-Bonus. Wie gut. Wie gut. Bin dabei. Crazy, du wirst mal den Transmitter ausschalten. Dann haben wir auch wieder 4 Runden. Gut gemacht. Die Netzwerktrennung wurde wie erhofft vorübergehend verschoben. Oh, 5 Damage, nicht so viel. Wir brauchen neue Sniper Rifles. Wir brauchen auf jeden Fall neue Sniper Rifles. Oh. Interessante Wahl. Interessante Wahl von dem Dude. Also Boom hat aber auch eine Reichweite, die unter aller Sau ist. Er kommt auch mit der Rakete nicht sonderlich weit. Schade. Natürlich. Dann wirst du overwatchen, mein Lieber. Luigi kommt auch nirgendwo groß vorwärts. Ja, dann habe ich eh nur noch euch zwei. Falls wir da aufgedeckt werden sollten, mache ich mal lieber Overwatch an. Ich weiß, ich könnte mich auch einfach wegbewegen können, aber... Oh, er schießt einfach nur. Nein, er markiert. Er markiert. Ja, wir haben halt hier keinen... Boah, schade. Wir haben halt hier gar keinen Schutz, ne? Ich habe schon gefreut, dass er im Open Field steht. Aber das macht auch nichts. Wow, gleich mal hier gekrittet. Das ist nicht so geil. Bewege mich wie befohlen. Er hat nur das hier als Fernzündung. Ja, wir warten noch mal, was wir hier zu Gesicht kriegen. 47 und 41 ist auch gar nicht mal so geil. So, du solltest jetzt am besten... Eigentlich solltest du ein Medkit nehmen und dich verziehen. Du hast auch ein Medkit, ne? Ja, okay. Dann machen wir das so. Luigi halt, bleibt da stehen und guckt mal, was er anschießen kann. Dann können wir nämlich hier... mit Krieg noch ein bisschen weiterlaufen. 37? Gar nichts, ne? Dann machen wir jetzt folgendes. Wir sprengen das Fullcover weg. Greetings! Dann haben wir da freie Bahn. Nice. Wobei wir auch mit... Oh, stimmt, das wäre auch eine Idee gewesen. Okay, 85% ist schon deutlich besser. Oh ja! Schön weggekrittet. Habt ihr das gesehen? Ich hab das gesehen. Schon unterwegs. So, mal gucken. Advent-Einheiten gesichtet. Oh, er triggert neue Advent-Einheiten. Nein! Etwas ungünstig. Ja, dann... Ja, wir könnten entweder hier rösten oder mal wieder versuchen, sowas hier zu landen. Ja, komm. Raketenwerfer, mal gucken, ob das ausnahmsweise mal... Wow! Wowie! Das geht ja richtig gut. Das geht ja klar, das geht klar. Ja, nehmen jetzt mal... Ach, wir sehen den anderen Dödel da gar nicht? Ich wollte ihn rausnehmen. Okay. Tiger. Guck, ob du revealed wirst. Oh, gerade so nicht aufgedeckt. Geil. Geil, geil, geil. Jetzt haben wir noch Crazy. Die sieht halt auch niemanden. Hier
hier sehen wir. Uff, das sind aber auch. Ach, ist das mies! Dem sein Overwatch ist absoluter Abfuck. Wir kommen da auch nicht hin mit einer Granate. Oh, wir könnten den machen. Ja, da laufen wir zwar trotzdem ins Overwatch, aber. Ich glaube, das ist nicht so wild. Ach, das ist sein Overwatch. Oh. Ups. 53% Wahrscheinlichkeit. Und dann haut er gleich so einen raus, ne? Das kann jetzt richtig ins Auge gehen. Scheiße. 9 Damage ist übel. Übel ist das. Ja, wir sehen nirgends was. Nächste Position. Also momentan ist es 33, 66 und egal, ne? Alter. Oh, ihr wird einfach eine Rakete raushauen, oder? Ach du Scheiße. Ah, die 9 Damage. Übel, übel, übel. Oh. Der haut eine Rakete raus, aber auf die zwei Dudes. Ich bin unter Beschuss. Scheiße. Advent hat den Transmitter so gut wie vom Netzwerk getrennt. Uns läuft die Zeit davon. So, was machen wir jetzt mit dem? Da haben wir immer noch nur das Ding. Die lasse ich mal hier. Okay. Eine kleine Mine. Schon wieder. Sagt das sich selber. So, dann sprengen wir mal. Sprengt das nicht die Claymore? Schauen wir gleich mal, ob die Claymore wieder hochfliegt. Ne, die Claymore ist da noch. Interessant. Ich glaube, er hat den Trade, dass er... Habe ich gerade... Moment, habe ich die Claymore jetzt einfach weggesprengt, ohne dass die Schaden macht? Ist das denn die Möglichkeit, ey? Good copy. Moving on target. Das ist doch scheiße. Alright. Dann packen wir das Ding auch gleich weg. Müssen wir nicht extra drauf schießen. Den fortschrittlichen Soldaten, da müssen wir gleich mal schauen, wie wir den rausnehmen. Wir sollten hier vielleicht mit Pest drauf schießen. Ey, du siehst auch nur ihn. Komm. Ja, war halt das mit der... na, wie heißt's? Mit der Claymore verschwendet. Nicht so geil. Nice, sage ich dazu. Das kann ich machen. So, jetzt bloß nichts Neues triggern. Danke. Guck mal, was der da macht. Der flankt mich einfach. Mhm. Yep, den habe ich geflankt. So, Crazy kann sich selber heilen. Und dann haben wir alle unsere Medkits schon verbraucht, oder? Sheesh. Nicht so ganz geil. Nicht so ganz geil. Ich verfolge meine Beute. Ihn packen wir wieder in den Schatten. Zu Befehl, Commander. Und scouten. Ja, will ich... Ich glaube, ich check lieber erstmal die Seite aus. Ich will da nicht rein.
So, dich sollten wir auch bewegen. Bin unterwegs. Ich bin gerade ein bisschen unschlüssig, wo ich denn mit den ganzen Dudes hin möchte. Zu Befehl. Vielleicht mache ich es auch gar nicht mal. Ich muss aber langsam. Ich brauche mehr Transmitter zum Sehen. Ich kann ihn eigentlich nicht hier hinten stehen lassen. Schon unterwegs. Holen wir sie uns. Bin dabei. Ja, wir müssen mit. Mit Tiger gleich mal schauen, dass wir da irgendwas vor die Flinte kriegen. Oh nö. Och nö, ey. Mein Leben liegt in ihren Händen. Ich habe diese Magazine selbst befüllt. Kein Problem, Boss. Und weiter geht's. Ach, das war auch nicht so schlau, ne? Wen hättest du denn hier als... Okay, du hättest hier Krieg. Kein Problem. Welchen Transmitter siehst du, mein Lieber? Ah ja, da hinten ist einer und... Da unten ist einer. Unterwegs. Okay, ich will das erstmal nur das Loot. Ich habe das Paket. Dann sage ich mal, wir stellen uns so auf. Natürlich. Ah, das war etwas ungünstig. Wir stellen uns so auf, dass wir ein bisschen overwatchen können. Du kannst dich noch. Ja, stell dich mal ein bisschen Kein näher Problem, hin. Boss. Dann haben wir immerhin nochmal eine Runde Zeit gewonnen mit dem einen Transmitter-Kill. Immerhin drei Leute mit Overwatch. Nicht die Welt, aber besser als gar nichts. Okay, Offizier. Ist das ein krasser Priester? Was hat er? Alter, wie viel Kabel hat er denn? Ach, ein Schildträger. Sehr geil. Immerhin ist der erste schon mal weg. Die Mine hat jetzt nichts gebracht. Aber die machen auch nichts. Die zeigen nur und ja, passt schon. So, als erstes sollten wir. Also, wir müssen auf jeden Fall den Elite-Soldaten rausnehmen. Könnte man das so machen. Aber das ist. Das schiebt nicht raus. Das schiebt nicht. Prozent! Ja, Prost Mahlzeit. Du hättest noch eine Granate. Da müsste ich dich aber hier schon ordentlich. Oh, geht gerade so nicht. Dein Flammenwerfer trifft nicht beide. Außer wir würden uns... Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Hat er gesagt und kann es trotzdem machen. Ah, in Panik. Okay. Oh ja, schieß sie du. Ach, come on.
Das wäre so schön gewesen. Das wäre so gut gewesen. Okay, dann können wir... Crazy... Ich stelle sie hier vorne raus. Okay. Machen wir da hinten mal das Cover weg. Ihm müssen wir nur einen Schaden reindrücken. Das ist jetzt nicht allzu heftig. Wir können auch erst gleich nochmal den hier machen. Ach scheiße, wir müssen ja auch eins von den anderen Teilen rausnehmen. 39 muss nicht sein. So. Ich vertraue Ihnen. Ja, finde ich gut. Ja, aufgedeckt, schön und schön gut. Ist egal. 40, komm. Kann man ihm nicht böse sein. Kann man ihm nicht böse sein. Ja, ich mach das jetzt dann doch lieber so. Hauptsache, die Dudes sind weg. Wir haben so viele Leute, die gerade offen dastehen. Auch gleich raus. Dann sollten wir da, glaube ich, jetzt mal in die Richtung tigern. Oh. Hallo. Du kannst dich nicht verstecken. Was war das denn? Wow. Den Panzer hätten wir doch noch benutzen können. Verdammt. Wem haben wir... Haben wir dich mit dem Skull-Check ausgestattet? Ja. So, du hast... Das ist eine Blendgranate, oder? Oh nein, Rapid Deployment. Na gut, wir haben keine Granaten mehr. Ich gehe jetzt mal hier... Ziemlich weit nach vorne. Kann ich... Ach, ich kann meine Granate nicht da nach oben stecken. Scheiße. Oder meine Mine, sagen wir es mal so. Ach, wir haben da sogar noch einen Teil. Interessant. Okay. Schön in den Bobbes geschossen. Ich glaube, das ist unser Ziel. Ja, ich glaube auch. Sicht auf den Transmitter bestätigt. Bringen Sie die X4-Ladungen an, bevor Sie ihn vom Netzwerk trennen können. Was hätten wir noch an Fernzündungsoptionen? Ja, das bringt uns auch ziemlich viel. Sollen wir schon mal versuchen, den... Ja, komm, wir versuchen mal, den da gleich rauszunehmen. Ha, ha, ha. Volk wäre enttäuscht. Ja, nicht nur Volk. Ich benötige Nachschub. Das kann ich machen. Scheiße, wir haben auf den Falschen gezielt. Den anderen hätten wir rausgenommen. So, jetzt haben wir noch... Boom. Er hat noch eine Granate übrig. Aber ob ich da so hinkomme, ist die andere Frage. Ich treffe nicht beide. Scheiße, ich kann den einen rausnehmen, ja. Ja, da würde ich Luigi abfackeln. Was auch nicht so geil ist, andererseits... Auch nicht dramatisch. Unterwegs.
Mit wem hattest du? Mit Pest. Auch schon wieder einen Fehler gemacht. Ich hätte ihn umschießen sollen, damit ich mit der Granate da oben reinkomme. 62. Na, warte. Dann mache ich doch hier Zone Suppression. Sind die zwei da so drin? Ja, oder? Ja, okay. Ja, das sieht aber immer manchmal so ein bisschen... Ah, immer manchmal ist auch eine gute Bezeichnung, ich weiß. So, dann haben wir noch Cutter Easy. Komm, dann machen wir doch das Gleiche. Dann haben wir insgesamt 4 Overwatch-Schüsse, wenn sie sich bewegen. Ja, 0% Hit. Traut sich nicht zu laufen. Oh, wir schießen zurück. Die Wand ist raus. Nice. Ja, das war super, das, die Dudes zu unterdrücken. Nice. Alrighty. Dann mach du uns doch mal bitte die Tür auf. Könnten unsere Runde noch ein bisschen verlängern. 81. Jetzt komm aber. Was? Ich übernehme die Verantwortung. Alter! Ohne Kugeln kann ich nicht jagen. Du kannst auch so nicht jagen, wenn du daneben schießt, du böser Tiger. Zeig dir mal, wie das gemacht wird. Ja, ganz genau so wird das gemacht. Das war echt gut. Okay, ich zieh mich jetzt mal da rein, zurück. Was macht der denn da? Der flankt mich. Der flext sich auch weg. Oh. Alle Feinde neutralisiert, das ist super. Wo haben wir denn hier noch? Wir sehen mit ihm keinen Transmitter. Wieso sehen wir denn das Ding da oben nicht? Da kann man doch nicht erzählen, dass wir das Ding da nicht sehen. What the hell? Das ist doch ein schlechter Scherz jetzt, oder? Schon unterwegs. What the frick? Ist das dein Ernst, dass ich das Ding jetzt nicht treffe? Das kann's doch nicht sein. Alles im grünen Bereich. Ich sehe das nirgends. Wir hatten das doch vorher mit irgendwem im Visier. Hey, nee, oder? Das ist doch lächerlich.
Das ist absoluter Abfuck. Reagiert das auf den Flammenwerfer? Ich weiß es nicht. Ach, das ist... Wieso sehen wir das denn nicht? Ich bin eher geneigt, den hier zu machen. Damit die Barriere da vorne weg ist, aber... Okay, ich spreng die Barriere weg, aber dann... Ach, du hast kein Teamwork mehr. Wow! Einfach nur wow. Was zum Henker willst du denn da machen? Warum sehen wir dieses Scheißding nicht? Ich guck halt da unten, ne, was zum Anvisieren ist, aber nein, ist es nicht. Das ist doch... Okay, da, das ist es nicht angezeigt worden, aber zum Glück. Alter Verwalter. What the fucking hell war das denn jetzt schon wieder, ne? Die Waffe verschlingt meine Munition. Geht klar. Mein Gott, das wäre es gewesen, wenn wir das Ding nicht mehr gesehen hätten. Ey, leck mich doch. On my way. Ah. Was eine Mission. Signal bestätigt. X4-Ladungen sind aktiv. Der Transmitter ist Geschichte. Holy. Gute Arbeit, Commander. Okay, Luigi ist der MVP. 3 Kills und 38 Damage. Tiger. Die 280er, ne? Alter. 1 Kill mit 10 Damage. Pest. 3 Kills, 30 Damage. Nice. Boom, ein Kill mit trotzdem 30 fucking Damage. Krieg, 3 Kills, 22 und Crazy, ein Kill, 13, nichts daneben gesetzt. Wir haben schon lange kein MVP-Foto mehr gemacht, ne? Salva! Nice, oder? Hier. Kannst du die ausdrucken und ins Zimmer hängen. Sehr gut. Gefällt mir. Dann heißen wir gleich mal alle Leute wieder zurück. Willkommen. Erneut. Heißt es nicht willkommen zurück? Die grundlosen Angriffe des sogenannten Widerstands, der unsere Welt plagt, wichtige Advent-Infrastrukturen beschädigt und die Lieferung wertvoller Nahrung und Medizin in die äußeren Stadtzentren verhindert. Oh. Wir bitten die Ältesten, auf die zu achten, die nun Not leiden müssen. Der Redner. Es ist krasse Propaganda, ne? Es wäre witzig, wenn das nicht in aller Welt so gemacht werden würde. Solange auch nur ein einziger Schnitter noch steht, wird er kämpfen. Alright. Abzug haben. Lightning Hands auf jeden Fall mit der Waffe. Und wie viel... Ach, kann ich jetzt gar nicht mehr nachgucken. Dann Pest. Ja, ein extra Schaden ist nicht schlecht.
nehme ich. Ja, 12 Punkte. Ach, Holo-Targeted Enemies kriegen mehr Schaden. Nö, das brauchen wir, glaube ich, alles nicht wirklich. Elite Target wäre noch nice. High Approach Angle. Das nehmen wir. Das kostet uns 3 XCOM-Fähigkeitspunkte. Das ist okay. Crazy nimmt Flush Him Out. Wobei Danger Zone vielleicht auch nicht schlecht wäre. Ah. Wir benutzen das eigentlich relativ selten, dieses Unterdrücken. Okay. Jetzt gucke ich mir nochmal. Na, wo ist er denn? Hier. Den Jörg an mit den Fähigkeiten. Dafür, dass er so krass auf die Fresse gekriegt hat, 9 Tage außer Gefecht, ist nicht unbedingt so krass. Ist nicht so krass. Gegen flankierte Gegner noch mehr Schaden, ja. Das ist gut. So, wie viele haben wir einsatzfähig? Genau 6 Stück. Das ist unser Russe von der letzten Folge. Den habe ich ja manuell angepasst nach Wünschen. Vielleicht nehmen wir Minerva mit. Demnächst. Jetzt erst mal gucken, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich möchte den Wissenschaftler gerne scannen. Genau, einen Tag noch. Und hier unten ist, ja, alles Paletti. Avenger berechnet neuen Kurs. Dann holen wir uns den Wissenschaftler. Bin gespannt, wie das mit den Mox-Chips funktioniert. Das können wir dann machen, wenn wir die Technologie erforscht haben. Gefährlicher Feind entdeckt. Ja. Ach, der ist jetzt woanders hin. Warte mal. Oder ist das einfach ein anderes Alien? Weil das letzte haben wir hier gesehen. Ja, da ist auch ein extrem mächtiges Alien. Alright. Dann sind das wohl 2 verschiedene. So, den Wissenschaftler abholen. Dr. Simon Aragon. Dann sind das nur noch 41 Stunden. Sehr schön. Kann ich das scannen, das auf 2 Tage verkürzen und dann warten, bis die nächste Lieferung da drauf droppt? Geht das? Wir versuchen das mal. Wir müssen es da nicht aufsammeln, aber wir können es wenigstens schon mal anscannen. Warten wir, bis die Forschung zu Ende ist. Commander, die Aliens lassen nicht nach. Sie betreiben bereits mehrere Einrichtungen auf der ganzen Welt. Uns läuft die Zeit davon. Ach, und ist gleich die nächste Chose? Moment, gleich nochmal eins, oder was ist das? Commander, die Aliens arbeiten immer noch am Avatar-Projekt. What the hell? Die Zerstörung dieser Einrichtung würde ihre Bemühungen deutlich zurückwerfen. Okay, wir müssen da unten gleich loslegen. Ich warte es trotzdem noch, bis die Forschung fertig ist. Oh. Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte. Sama! Im Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Was haben die denn? Das waren 3 Punkte. Forschung. Holy fuck. Obwohl Edwin diese Einheiten eindeutig zur Beruhigung ziviler Okay, Ionenklaue, Pulsklinge. Drin geschaffen hat. Vibroblade. Zeit auf immer brutalere Mittel zur Befriedung zurück. Bau der Vierfachgeschütze. Commander, wir haben einen erstaunlichen Durchbruch erreicht. Wir müssen sofort beginnen, die Technologie Bau der Vierfachgeschütze zu erforschen. Experimentelle Klinge. Alright. Das ist sofort. Das nehmen wir dann gleich.
Das müsste dann die Vierfachgeschütze immer noch parat behalten. Neues Testbereichsprojekt. Basic PCS und Advanced PCS Chips. Nice. Und dann können wir den Durchbruch noch erforschen. Da wird die Verbesserung günstiger. Ja, okay, ich setze das gleich lieber mal an. Die Verteidigungsmacht ist hier. Verbesserung würde kosten 75,2. Es ist nicht so dramatisch. Wir haben 11 ready. Ich gehe jetzt mal ganz kurz in den Testbereich, wenn ich ihn finde. Da kannst du dann die Sachen machen, ne? Wall Climb ist auch sehr interessant. Auch gut, alles PKS, aber PCS Wall Climb. Wir sollten aber auch mal experimentelle Munition machen. Wir brauchen viel mehr Ingenieure. Alter Lachs, das würde die Zeit halbieren, oder wie ist das? Verkürzt die Projekte aber ja nicht unbedingt halbieren, aber immerhin schneller. Bluescreen wäre gut. Eine schwere Waffe, eine weitere. Wäre interessant. Okay. Wir fangen unverzüglich an, Commander. Sie hören von mir, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Ah, schon mal ein paar Sachen hier reingetan. 29 Tage bis da. 29 Tage ist heftig. So, wir machen in der nächsten Folge das Ding. Da ist ein heftiges Alien am Start. Aber wir müssen angreifen. Das ist alles andere als beruhigend da oben. Right. Carola kommt mit. Wir haben... Okay. Der Spark kommt auf jeden Fall mit. Dann bräuchten wir aber auch noch einen Combat Engineer. Haben die... Ja, die dürften ein Repair-Protokoll haben. Dann machen wir das mit Jacques Bernays. Der ist nur für den Roboter zuständig, mehr oder weniger. Ich nehme doch mal Luigi mit. Tiger, bin mir nicht sicher, ob wir den jetzt so brauchen. Das ist mir zu gefährlich, mit einem Rekruten loszugehen. Ich nehme Craig mit. Und wir nehmen mit Fan. Dann nehmen wir mal alles aus den Baracken mit, was wir kriegen können. So, Predator Armor. Ja, das mit der Magazingröße brauchst du. Den Holo-Targeter machen wir raus. Du kriegst Pinky. Oh, halt. Das sollten wir vielleicht vorne irgendwo reinpacken. Du nimmst einen Notfall-Medkit mit. Ey, wir haben keinen Field-Medic, ne? Wir haben keinen Field-Medic. Wir brauchen einfach mehr Bums. Mehr Magazingröße, du bekommst den... Ne, das Imitationsgerät. Du hast schon die Predator-Rüstung an. Nice, fortschrittlich, passt. Gauntlet müssen wir natürlich ändern. Natürlich aufs Richtige. Einmal mit Profis. Oh,
Templer-Plattenrüstung, die Splitterhandschuhe und die... Das ist genau das Gleiche, ne? Moment, sehen die anders aus? Ja, die sehen ein bisschen hübscher aus, aber... Die Automatikpistole, wir können uns noch... eine neue basteln. Aber so oft gehen wir nicht ins Overwatch, trotzdem machen wir das. Das ist die automatische Magnetpistole. Die Ionenklaue ist nicht für uns. Die Pulsklinge... baue ich jetzt einfach mal und das Vibroblade auch, weil ich wissen möchte, wie viel da der Schaden ist. Bei dir basteln wir noch ein bisschen was drauf. Ich glaube, wir brauchen alles Mögliche, was wir jetzt kriegen können. Oh, das mit der Zielsicherheit war nicht so geil. Na egal. Egal. Dann die Mag-Pistol. Statt dem Schwert. Das macht 4 bis 6. Das macht auch 4 bis 6, aber... Knife attacks against nearby enemies. Use one action and do not end the turn. Das heißt, du könntest hinmessern, wenn die nahe genug stehen. Und dann nochmal schießen. Interessant. Leichte Sekundärwaffe. Die haben eine... Also Angriffe mit der Ding haben eine 25% Chance, was zu treffen. Was? Plus 25%, okay. Ich dachte ich mir gerade schon. Die Pulsklinge und das normale Schwert sind nicht identisch. Betäubungschance 25%. Das ist auch cool. Ich glaube, dann nehmen wir das einfach mal. Dann kriegst du auch noch eine Predator-Rüstung an. Du bekommst mal eine Frostbombe. Kannst du noch ein Medkit tragen? Nee. Das wird wild. Das wird ein wilder Ritt. Dann machen wir folgendes. Du kriegst ein Medkit. Wir brauchen auf jeden Fall mindestens eins. Okay, wir nehmen zwei Medkits mit. Dann packen wir die Frostbombe aber. Auf Luigi. Und dann gucken wir uns so die Einrichtung an. Holy Frick! Ich hab ein bisschen Schiss. Leute, macht's gut, bis dann und ciao.